Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin, und heute ist mein letztes Video für 2018. Und was liegt da näher, als einen Rückblick ein bisschen zu machen und einen Blick ins neue Jahr zu starten? Ich habe mich sehr im letzten Jahr mit dem Thema Bullet Journaling beschäftigt, habe mein erstes Bullet Journal gestartet, und der Zufall wollte es, dass es jetzt auch wirklich vollgeschrieben ist bis zum letzten Blatt, so dass ich jetzt ein Setup gemacht habe für 2019, und ja, das möchte ich dir heute einmal zeigen. Ja, erstmal muss ich sagen, als ich die Idee hatte, dann doch dir mein Bullet Journal vorzustellen, da hatte ich schon angefangen mit dem Aufsetzen und dem Erstellen einiger Seiten, so wie jetzt hier die Startseite, also dass ich mir so ein 2019 überlegt hatte, wie ich das darstellen möchte, den Key. Das ist halt schon gut, wenn man sich den immer aufschreibt, auch wenn ich natürlich jetzt schon weiß nach der Zeit, welchen ich benutze, aber es ist einfach gut, ihn immer drin zu haben, weil wer weiß, ob ich das in 10 Jahren noch weiß. Das ist eine Seite für Wortinspiration, da kommen wir später nochmal zu. Und hier hatte ich mich erstmal gleich am Anfang schön vermalt. Ich war halt fleißig am Linienzeichnen und habe dann festgestellt, ich brauche eigentlich mehr Platz, denn da wollte ich so eine Jahresübersicht machen, eine schlichte. Und hier dann halt, da habe ich es nochmal neu, also da habe ich dann angefangen, ein bisschen mehr dir das zu zeigen. Also da wollte ich halt so eine auf 2 Seiten halt 6 Monate Übersicht quasi machen, dass ich da halt die Wochentage einmal in einem Überblick habe, aber halt auch vor allem die Wochen, also die Kalenderwochen. Und darunter wollte ich halt viel Platz haben, um halt Termine, die jetzt so nach und nach reinkommen, aufzeichnen zu können. Und das Bullet Journal ist ja so, oder baut man ja meistens so auf, dass man eine Jahresübersicht macht, das dann nochmal ein bisschen kleiner teilt und dann halt am Ende in eine Monatsübersicht kommt und eine Wochenübersicht und, wenn man möchte, auch noch eine Tagesübersicht, wobei ich jemand bin, der eigentlich Wochenübersichten nutzt. Ja, und dann habe ich halt hier mir überlegt, dass ich das sehr minimalistisch halte. Also ich bin jemand, ich mag das Bullet Journal und ich möchte da auch gerne ein bisschen kreativ drin sein, aber grundsätzlich geht es mir eigentlich darum, meine Gedanken zu sortieren, weil das war so letztes Jahr wirklich ein Thema. Also da stand ich unter der Dusche, mir fiel ein, oh, ich muss Duschgel kaufen, und dann war ich draußen aus der Dusche und dann hat mich irgendwer noch gequatscht, voll gequatscht, mein Gedankenkarussell ging vor und dann war es auf einmal weg. Ich wusste nur noch, irgendwas, an irgendwas wolltest du denken. Und da war das Bullet Journal für mich jetzt echt eine Rettung. Ja, und was auch eine Rettung ist, wie du hier siehst, sind diese wegradierbaren Stifte. Die nutze ich wirklich gerne, um Texte zu schreiben und halt so das Inhaltsverzeichnis zu machen. Alles da, wo ich mich potenziell sehr gerne mal verschreibe, da nutze ich das wirklich auch sehr, sehr gerne. Diese Frixon heißen sie. Stifte, und damit, du siehst ja hier, habe ich mich jetzt für so ein Blau-Thema erstmal entschieden. Mal sehen, ob sich das im Jahresverlauf nochmal ändert. Aber da habe ich mich, jetzt erstmal entschieden, halt mit diesen Blautönen, mit den Stampin' Write Markern zu arbeiten. Aber halt auch da habe ich mir einen blauen Stift jetzt geholt. Die meisten Bullet Journaler, sage ich mal, arbeiten ja mit einem schwarzen Fineliner. Aber ich mag Blau einfach sehr gerne. Und deswegen habe ich mich dafür so entschieden. Ja, und zum Bullet Journal allgemein, wenn dich das interessiert. Also es ist ja so, dass man halt irgendwie das Jahr noch nicht wie in einem Kalender vorgefertigt hat, sondern es wächst mit der Zeit. Und du hast halt dadurch immer Platz zwischendurch, das Bullet Journal auch für Gedanken zu nutzen und Notizen und Ideen. Und ich habe mir jetzt vor einer Weile schon mal mein altes Bullet Journal genommen und einfach geguckt, welche Seiten möchte ich denn auf jeden Fall aus dem alten Bullet Journal ins neue Bullet Journal übernehmen. Und das war einmal diese Jahresübersicht, dann diese 6-Monats-Übersicht hatte ich mir überlegt, wo ich dann ja noch die einzelnen Termine reinsetzen kann. Und dann wollte ich mir so ein paar Seiten setzen, wo ich mich einfach mit meinen Zielen und Wünschen beschäftige. Die Ziele 2019, die habe ich hier auch weiter gar nicht ausgefüllt. Das muss ich nochmal jetzt weiter machen demnächst.
Aber da werde ich mir eher so Sachen setzen, die so bei Stampin' Up! Meine Ziele sind. Und dann habe ich aber auch noch persönliche Ziele. Und da werde ich auf jeden Fall in diesem Video auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ist so, ja, das sind so Themen, die mich einfach auch schon seit einer Weile beschäftigen, einfach zu gucken, wie möchte ich leben, wie möchte ich einfach auch mein Leben verbringen. Und da bin ich dann nämlich, also ich habe selber auch einige YouTube-Videos geguckt, und da bin ich auf dieses 2019 in Pixeln gekommen. Eigentlich hieß es im Video immer A Year in Pixel, aber ich habe es jetzt mal verdeutscht. So eingedeutscht, Pixel ist ja nur noch mal amerikanisch oder englisch. Aber das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und das zeige ich dir jetzt auch ein bisschen ausführlicher. Denn ich bin in der Woche vor Weihnachten jetzt noch mal so richtig schön krank geworden. Und eigentlich genauso, wie ich das Jahr gestartet hatte und dachte nur so, es kann doch nicht sein, dass das Jahr jetzt so blöd endet, wie es angefangen hat. Ich hatte eine Bronchitis und ich meine, du hörst es vielleicht auch noch, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft und habe Halskratzen. Und da habe ich das gesehen. Und das ist halt einfach, dass man sich auf so ein paar Themen oder paar, ja, paar Aspekte des Lebens einfach konzentriert. Also so habe ich es für mich jetzt einfach gestaltet. Und dass man da jetzt halt wirklich einmal den ganzen Monat in einer Zeile macht und dann halt jeden Monat und so, dass du am Ende halt wirklich eine Übersicht hast, wie du dich das Jahr über gefühlt hast. Also zumindest habe ich es für mich jetzt so analysiert, also so aufgesetzt. Also ich will, es sind nicht nur Gefühle, aber es ist schon sehr in die Richtung. Auf jeden Fall will ich da tracken, wann ich krank war. Und ich merke halt auch oft, bevor ich wirklich krank werde, bin ich auch sehr angespannt und gereizt. So, ich habe einfach schlechte Laune, obwohl ich gar nicht so wirklich sagen kann, warum, weil eigentlich alles in Ordnung ist. Und das habe ich schon seit ein paar Jahren festgestellt, dass mich dass das quasi meistens so ein Vorbote ist. Also wenn ich wirklich grundlos oder gefühlt grundlos schlecht gelaunt bin, dann ist das meistens ein Vorbote, dass ich krank werde. Was natürlich nicht sehr toll ist, aber ja, da musste ich gerade mal gucken, wie ich die Zeilen aufbaue, weil ich natürlich nicht alle Tage drin haben wollte, aber am Ende muss man doch die Linien durchziehen einfach und ja, du wirst das gleich sehen. Ich habe das dann unten einfach zickzackmäßig abgesetzt, so dass ich halt weiß, in welchem Monat ich weniger Tage habe. Auf jeden Fall bin ich mega gespannt, ob ich das jetzt auch wirklich übers Jahr durchziehe und da wirklich immer jeden Tag oder ja, ich denke, man muss es jeden Tag machen, weil am nächsten Tag, das ist so, es ist, verfliegt halt auch so schnell, ob man an einem Tag gut gelaunt war oder schlecht gelaunt war oder gereizt war oder glücklich und zufrieden. Und auf jeden Fall, das ist halt so ein Thema, das wollte ich einfach mal in einem Überblick haben. Und ich wollte mir einfach mal angucken, wie fühle ich mich denn so das Jahr über? Und das ist mir, das wirst du auch gleich immer und immer wieder sehen, dass so gewisse Themen einfach auch überall wieder auftauchen. Also das sind, es geht einem ja oft so, man beschäftigt sich einfach viel mit gewissen Themen einfach immer wieder. Und bei mir war es halt, als ich halt mit dem Bullet Journal angefangen habe, wie gesagt, da war ich halt extrem gestresst. Aber gar nicht so, weil von außen, sondern eher von innen, weil ich halt wirklich so Gedankensprünge hatte und Gedanken schlecht festhalten konnte. Und dann musste ich an dies denken und an jenes denken. Und dann wollte ich was besorgen und dann wusste ich nicht mehr, was ich besorgen wollte. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Oder dann musste ich halt an die Termine von meinem Sohn denken und an meine eigenen Termine. Und klar hatte ich mein Handy und hatte in meinem Handy auch die Termine drin, aber irgendwie so diese ganzen Vorbereitungssachen, die man ja vielleicht machen muss. Und für mich ist es halt auch sowas wie die Videoplanung,
Dann gebe ich ja Workshops, also Workshop-Planung. Dann ja, andere Termine, die vielleicht noch so dazu kommen. Das will ja alles irgendwie strukturiert und geplant werden. Und bei mir war es halt wirklich so, also ich habe es auch bei der Arbeit in meinem anderen Job, in meinem normalen Beruf, habe ich halt auch gemerkt, irgendwie, ich konnte mich nicht mehr so richtig konzentrieren und fokussieren auf Dinge, weil mir halt so viel im Kopf rumgeschwirrt war. Und ich habe dann irgendwie nur, ich war nur so unzufrieden mit meiner Performance, man kann es nicht anders sagen. Ich habe halt nur gedacht, so, irgendwie, ich habe gemerkt, dass es nicht gut war. Die Ergebnisse, die ich gebracht habe und die Arbeiten, die ich gemacht habe, waren halt einfach nicht so gut. Und ich konnte es aber gar nicht fassen und ich konnte es auch nicht ändern. Und da habe ich dann halt, wie gesagt, mit dem Bullet Journal angefangen und tatsächlich hat das für mich geholfen. Also ich konnte halt die Gedanken abgeben, konnte mir Notizen machen. Ich hatte das alles gesammelt in einem Dokument, also in einem Buch, sodass ich da halt auch immer gucken konnte, wo bin ich, was passiert und ich mich auch immer wieder mit den Dingen beschäftigt habe. Dadurch, dass man ja dieses Jahressetup hat, dann halt diese Monat, also diese 6-Monats-Übersicht habe ich ja jetzt gemacht. Da habe ich Termine drin und immer wenn ich dann halt einen neuen Monat aufgesetzt habe, habe ich daraus die Termine genommen, habe aus meinem Handy die Termine genommen, Geburtstage habe ich, an die konnte ich auf einmal wieder denken, weil ich halt einfach vorausschauend immer mich damit beschäftigt habe mit den Terminen. Und wenn es dann in eine Wochenübersicht ging, dann habe ich mir halt wieder die Monatsübersicht genommen, habe dann nochmal alles abgecheckt, da habe ich alle Termine drin, meistens dann auch nochmal vorausschauend ein bisschen geguckt, wo es hingeht. Und dadurch hatte ich die Dinge besser im Kopf und klarer strukturiert. Und ich wusste aber auch, ich kann jederzeit halt nachgucken und wusste ja, wo es steht. Also es war halt ja greifbarer. Und was ich halt schön fand, ich hatte halt zwischendurch aber auch immer noch mal Platz, wenn ich irgendwie so ein Mindmap machen wollte. Ich sag jetzt mal jetzt, ich wusste dann irgendwann, habe ich irgendwo rumgesessen und gewartet und wusste aber, ich will jetzt den nächsten Workshop machen zu Weihnachtskarten. Dann habe ich mir halt einfach ein paar Ideen zusammengeschrieben, ein bisschen auf Pinterest geguckt, glaube ich, oder bei YouTube geguckt und nach ein paar Karteninspirationen geguckt und habe mir dann einfach Notizen gemacht. Ja, hier kommt jetzt nochmal so ein Thema. Das sieht ja immer ganz toll aus bei dem Bullet Journal, wenn das die Leute zeigen. Und ich denke aber, dass sie sich auch, so wie ich, also ich habe mir jetzt einfach hier ein Bullet Journal, was es in Action gibt, genommen, was halt so ähnlich aufgebaut ist, um einfach auch jetzt vorzuschreiben und mal zu gucken, wie möchte ich eine Schrift setzen, welche Farbschemen möchte ich nehmen. Oder auch einfach mal so eine Monatsblatt einfach mal schön gestalten und sich da Inspirationen erstmal vorab auszutesten, ob einem das liegt, ob man das kann. Und gerade wenn man halt eine schöne Schrift, also ein Handlettering-mäßig was machen möchte, dass man es einfach vorher ausprobiert. Und genau, und ich möchte halt in diesem Year in Pixels, möchte ich halt Zufriedenheit und glücklich, zufrieden und glücklich nehmen. Und auch gelassen. Also ich möchte es positiv angehen und möchte auch den Fokus einfach darauf setzen. Ich hoffe, dass mein Jahr dann sehr gelb, grün und blau ist. Und ja, man kann das vielleicht gar nicht so alles unterscheiden. Also ich meine, ich glaube, dass ich tendenziell zufrieden und glücklich bin, wenn ich auch gelassen bin, anstatt wenn ich genervt bin. Aber nichtsdestotrotz. Habe ich so überlegt, dass ich das halt so ein bisschen in die Richtung strukturiere. Genervt, gestresst, das werde ich so unter einen Dings nehmen. Und ich will auf jeden Fall halt ein bisschen mehr nochmal eine Übersicht haben, wann ich halt wirklich krank bin. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich im letzten Jahr wahnsinnig oft krank war. Aber ich hatte doch immer so das eine oder andere Wehwehchen oder bin halt mal ausgefallen. Und das will ich einfach ein bisschen konkreter tracken. Und wie gesagt, ich will mich aber auch sehr darauf fokussieren, zufrieden und glücklich zu sein. Denn ich denke, dass das auch immer eine Sache der Einstellung ist, dass man sich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen sollte und die kleinen Dinge halt auch, die schön sind, auch als solches wahrnehmen. Und ich finde, das ist im Alltag manchmal wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde, man muss sich gewisse Dinge einfach auch hin und wieder mal einfach bewusst machen, dass es einem gut geht, dass man
tolle Dinge geschaffen hat, dass man irgendwie, das ist halt beim Bullet Journal auch sehr, sehr schön, dass man halt, wenn man da aufschreibt, welche To-Dos man über den Monat hat oder in der Woche, dass man halt auch sieht, was man geschafft hat in einer Woche. Und dass man dann, dass das schafft Zufriedenheit. Und ich habe auch festgestellt, dass ich zum Teil dann auch echt produktiver war, wenn ich das wirklich gut genutzt habe, dass ich meine Woche gut geplant habe, gut durchstrukturiert habe. Es gibt immer mal Momente, wo was dazwischen kommt und wo man dann auch was schieben muss. Das geht ja aber auch im Bullet Journal. Dann sagt man halt, okay, dann muss man halt Prioritäten setzen, ich schaffe nicht alles. Und hau dann einfach auch Themen raus, die vielleicht gar nicht nötig sind, die halt schön gewesen wären, aber auch wirklich nicht nötig. Also ich sage jetzt mal, ob ich nun heute zum Friseur gehe oder nächste Woche, dann ist das halt mal so, da muss man halt mal Termine canceln, die einem vielleicht so einen Wohlfühlfaktor geben, aber nicht unbedingt nötig sind. Oder ob ich shoppen gehe. Meistens haben sich die Themen dann ja auch erledigt und naja. Auf jeden Fall habe ich mir öfter mal da das noch genommen, den Zettel, und habe da immer mal wieder rumprobiert, wie ich denn etwas schreiben möchte, dass es halt mir gefällt. Und das ist auch so ein Thema, was ich halt im letzten Jahr oder was mich auch ein bisschen zurückgehalten hat, ein Bullet Journal letztes Jahr anzufangen. Ich hatte halt mir einige Videos angeguckt und hatte so diesen Anspruch oder hatte so gedacht, ach, ich muss das auch so schön und toll gestalten. Und das war aber gar nicht das Wichtige für mich eigentlich, sondern wichtiger war es für mich ja natürlich der Nutzen, den es mir bringen sollte. Und dann habe ich ein sehr minimalistisches Setup gesehen bei Jasmina. Jasmina heißt ihr YouTube-Kanal. Will es jetzt auch nichts Falsches sagen, ich blende dir den Namen mal ein. Und die hatte ein wirklich schönes minimalistisches Setup für ein Monat gemacht und das fand ich richtig, richtig toll. Und daran habe ich mich so ein bisschen dann lang gehangelt. Also, das habe ich dann so mir am Start genutzt. Und da fand ich, da hatte ich dir auch schon mal ein Video zu gemacht, wie man halt so diese Schrift macht mit diesem langgezogenen kleinen Buchstaben. Ich finde, das sieht unheimlich gut aus und das werde ich auch weiter nutzen. Genau, das sind jetzt hier noch mal so ein paar Seiten, die ich einfach für mich überlegt hatte, die ich reinnehmen möchte. Die werde ich jetzt gar nicht so vertiefen, aber so eine Abendroutine und eine Morgenroutine möchte ich mir einfach schaffen. Das habe ich schon in meinem alten Bullet Journal gemacht, aber ich denke mal, da werde ich noch mal ein bisschen das überarbeiten und optimieren. Aber das werde ich auch jetzt im Laufe des Jahres machen und gar nicht jetzt so, bevor das Jahr startet, fertig haben wollen, sondern das ist einfach, da wollte ich mir die Seiten reservieren, damit ich das dann halt noch mal angehen kann. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, sich so Morgen- und Abendroutinen zu schaffen oder generell ein paar Routinen zu schaffen. Das ist etwas, was ich also im nächsten Jahr auch auf jeden Fall machen will. Und eins ist halt dieses Tagestraining. Da hatte ich schon mal gestartet in 2018, habe dann aber jetzt ein bisschen Schulterprobleme gekriegt und eigentlich ist es Nacken. Ich war nämlich vorhin mal beim Arzt und habe das mal abchecken lassen. Das muss noch ein bisschen warten, bis ich das wieder aufnehme und das will ich auch noch mal optimieren. Aber da habe ich festgestellt, das ist so eine Routine, die ich glaube ich so übers Jahr für mich finden kann und auch was ich auch gut unterbringen kann, dass ich jeden Tag so eine kleine Trainingseinheit, so 10, 15 Minuten mache. Ja, Videoplanung ist natürlich für mich jetzt auch ganz wichtig, weil ich dir ja natürlich auch im nächsten Jahr eigentlich so regelmäßig wie in diesem Jahr auf jeden Fall die Videos zukommen lassen möchte. Und dann ist natürlich für meine Tätigkeit als Dampin-Up-Demonstratorin so eine gewisse Workshop-Planung wichtig. Also da werde ich auf jeden Fall so ein paar Themen sammeln oder wenn halt jemand Themenwünsche hat, dann werde ich das mir auch da notieren. Ein paar gab es jetzt neulich mal wieder. Und dann muss ich mal gucken, wie ich die Termine halt wieder zusammenfinde. Sobald ich Termine habe, werde ich die dann auch auf meinem Blog wieder veröffentlichen. Also wenn du in der Nähe von Hannover Langenhagen wohnst und Interesse hast, bei mir mal einen Workshop zu machen und an Stampin' Up! Interesse hast, dann guck gerne mal auf meinem Blog. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall auch den Plan, ein bisschen gezielter schöne Bücher zu lesen, die mich halt auch gerade in den Themen, die mich so beschäftigen im Moment, weiterbringen. Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Bücher lesen,
zu dem Thema glücklich sein und wie man sich einfach, ja, wie man irgendwie zufriedener sein kann. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ich bin auch nicht unzufrieden mit meinem Leben, ganz und gar nicht. Aber mir fällt es manchmal schwer, die schönen Dinge zu sehen. Und man ist, lässt sich so von anderen Dingen so leicht stressen. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich möchte einfach positiver denken und glücklicher sein. Und ja, hier siehst du, ich habe da vorne im Bullet Journal, in dem Leuchtturm, ist halt mein Inhaltsverzeichnis, was ich jetzt halt auch schon mal fülle, damit ich einfach die Dinge schneller finde. Aber ich werde auch, wie in meinem letzten Bullet Journal, einfach so ein paar Seiten, die ich oft anwähle, so wie diese 6 Monatsübersichten, da werde ich mir, denke ich, noch mit Washi-Tape so ein paar Markierungen dran machen, damit ich die einfach schnell finde. Und dann hatte ich ja von der lieben Nicole so einen Seitenmarker gekriegt. Es ist wie eine Büroklammer mit so einem kleinen Cabochon oben dran. Das werde ich auf jeden Fall auch wieder nutzen jetzt in diesem Jahr oder im 2019 nutzen, um mir dann halt immer die aktuelle Woche anzumarkieren. Und dann hat man ja bei dem Leuchtturm auch noch 2 Bänder. Da werde ich dann halt wirklich die Seiten, wo ich dann zum Beispiel täglich drauf zugreifen will, wenn ich da so ein Trainingsding habe, eine Trainingsroutine, dass ich da halt dann auch schnell drauf zugreifen kann. Ja, und dann werde ich halt, sobald ich das halt nach den Büchern auf der Seite danach, werde ich dann halt den Januar starten. Das habe ich jetzt aber nicht mehr in dieses Video mit aufgenommen, weil das einfach den Rahmen gesprengt hätte. Ich will dich jetzt auch nicht übermäßig viel damit belegen, aber wenn du daran Interesse hast, mal zu sehen, wie ich so mein Monats-Setup mache und mein Wochen-Setup, dann kann ich dir das gerne auch mal in einem Video zeigen. Da kannst du mir gerne mal in der unten in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen, wenn dich das interessiert. Und ja, und wie gesagt, ich wollte jetzt nochmal diese Wortinspiration 2019, das habe ich auch bei der Jasmin gesehen, das fand ich ganz cool. Denn ich denke, es gibt immer so Themen, mit denen man sich einfach auch beschäftigt, die einen auch immer wieder auf einen zukommen, wo man auch gar nichts machen kann. Immer wenn man halt irgendwie mal eine Ruhephase hat oder so, kommt das vielleicht dann dazu. Und ich will wirklich sehen, dass ich in 2019 eine gute Balance finde zwischen, ja, zufrieden sein, glücklich sein, entspannt sein und vielleicht auch gelassen einfach Dinge geschehen lassen, aber dann halt auch wieder ein bisschen Energie zusammenbringen, also Energie finden und mich halt auch einfach selber pushen, indem ich halt das Bullet Journal zum Beispiel auch nutze, um mir Aufgaben zu setzen und die auch zu erfüllen. Gesundheit wird auf jeden Fall ein Thema sein, womit ich mich noch mehr beschäftigen will. Also ich möchte halt einen Ausgleich schaffen. Also ich werde auf gewisse Dinge nie verzichten können, aber ich will einfach mich einfach ein bisschen ausgewogener ernähren. Ich habe mir vorgenommen, eine bessere Planung zu machen, dass ich halt Essen vorkoche und dann mit zur Arbeit nehme. Und das sind so Themen, die auf jeden Fall jetzt so nach und nach kommen. Und das kommt jetzt halt bei der persönlichen Entwicklung 2019 auch nochmal. Also unter Gesundheit sehe ich halt einfach, dass ich ein regelmäßiges Training machen will. Ich mache Sport einmal die Woche, aber das ist, finde ich, einfach viel zu wenig, sondern man muss halt irgendwie täglich so ein kleines Workout am besten machen. Und ich habe festgestellt, dass ich das morgens, bevor der Tag startet, eigentlich ganz gut unterbringen kann. Ich muss mir da halt jetzt nur noch mal Gedanken machen, wie dieses Workout aussehen soll. Ja, dann halt Ernährung, wie gesagt. Ich will da ein bisschen besser planen, dass ich halt vorausschauend einfach schon entscheide, was ich essen will und was ich kochen will und dass ich einfach ein bisschen mehr, ja, Obst und Gemüse in meinen Alltag einbringe. Was jetzt, also ich, wie gesagt, ich ernähre mich, glaube ich, nicht schlecht. Das ist schon okay, aber es könnte, glaube ich, besser sein. Das ist ja immer das Thema. Man will sich ja immer noch verbessern. Ja, eine Freundin von mir, die macht regelmäßig solche
Gesundheitswochen, also dass sie quasi eine Bildungsurlaub nimmt, so heißt es. Ich habe manchmal so Hänger. Und da halt so Gesundheitswochen macht. Und das ist so ein Thema, wo ich mal gucken möchte, ob ich das 2019 unterkriege und auch über meine Firma beantragen kann. Und ja, und dann hatte ich so ein Thema mit Routinen. Das hatte ich schon im letzten Jahr. Also ich habe halt festgestellt, dass es so zwei, drei Routinen gibt, die ich mir schon angewöhnt habe. Und eigentlich hatte ich überlegt, ob ich 12 Routinen in diesem Jahr, also im nächsten Jahr, in 2019, vielleicht mir suche, die ich unterbringen will und die ich einfach entwickeln will. Und dafür ist halt so ein Tracking halt auch immer ganz toll, was man in einem Bullet Journal richtig schön unterbringen kann. Und ich habe jetzt da ein paar, so dieses tägliche Workout, 10 Minuten pro Tag einfach so ein bisschen aufräumen, gezielter. Ich denke, damit hat man dann schon ein stressfreies Leben. Und Minimalismus ist halt auch so, ach ja, nee, 30 Minuten frische Luft tanken und Sonne tanken. Ich glaube, das ist nämlich auch gut für die Gesundheit. Also das waren so Sachen, die ich will. Und Minimalismus ist auf jeden Fall ein Thema. Damit habe ich mich jetzt schon in diesem Jahr auch ein bisschen mal beschäftigt und habe mir da auch ein paar Bücher geholt. Hier Magic Cleaning von Marie Kondo. Das finde ich ziemlich spannend und da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reingehen. Ich habe jetzt meinen Kleiderschrank mal danach ausgemistet und bin super zufrieden damit gewesen. Und das werde ich auf jeden Fall noch weiter machen, ja, und Zufriedenheit. Also mich einfach an Kleinigkeiten erfreuen. Das sind so Themen, die möchte ich einfach, ja, mit denen möchte ich mich einfach beschäftigen in diesem Jahr. Und das waren jetzt so zwei, drei Seiten eigentlich, die ich dir halt besonders mal zeigen wollte. Also diese Inspiration, also ein Wort Inspiration fürs Jahr, dann dieses ein Jahr in Pixeln. Das finde ich ziemlich spannend. Und ja, wie jetzt zum und jetzt halt dieses persönliche Entwicklung. Das sind halt so Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen will. Und was ich halt an dem Bullet Journal wirklich toll finde, ist, dass es nichts Festgelegtes ist, sondern dass es sich übers Jahr noch entwickeln kann. Und deswegen lasse ich da auch immer noch Platz. Und gerade auch so diese Routinen, da werden mir mit Sicherheit noch ein paar Ideen kommen jetzt übers Jahr und die werde ich dann immer mehr einbringen. So, und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn du nächstes Jahr wieder einschaltest und meine Videos ansiehst. Da freue ich mich unheimlich. Abonnieren kannst du mich natürlich jederzeit, dann verpasst du kein neues Video. Aber eigentlich habe ich geplant, freitags weiterhin für mich so diesen Termin beizubehalten, dass ich hier jeden Freitag ein Video hochlade. Und ja, dann bleibt nichts weiter übrig, als dir ein gesundes neues Jahr zu wünschen, ein frohes neues Jahr mit viel Kreativität und alles Gute. Bis dann, tschüss.